So, willkommen zurück zu Far Cry 3, der fünfte Teil. Und ich habe jetzt leider nicht mehr ganz mitbekommen, was der Auftrag war. Aber das ist auch völlig egal. Wir laufen jetzt hier so ein klein bisschen einfach so durch die Gegend. Und ja, wir haben ja den Markierungspunkt und an dem werden wir uns auch leicht orientieren. Und alles Weitere ergibt sich jetzt dann im Laufe des Games sowieso. Zu den Grafikdetails habe ich auch noch was. Ich habe ein bisschen was geändert an der Grafik. Ich habe es jetzt auf Ultra eingestellt. Das heißt, sollte alles ganz leicht besser sein. Ich kann da jetzt so noch nichts feststellen, aber mein Gott, das ist halt so. Ich hoffe, dass es kein Problem gibt oder so und nicht rumlaggt. Und eins frage ich mich jetzt gerade schon. Hatten wir nicht in der letzten Folge alle besiegt, die in dem Lager waren? Mal gucken. Kann nicht sein. Warum? Moment. Warum sind... Das sind Soldaten... Piraten. Warum sind da wieder Soldaten? Wir haben doch das Lager eingenommen. Naja, egal. Scheiß drauf. Wir haben andere Missionen und... die sind wichtiger, ne? Ah ja, explore the island to heat. Ach verdammt, jetzt konnte ich es nicht mehr lesen. Naja, egal. Wir sollen auf jeden Fall das, die Insel erkunden. In Richtung des gelben Punktes natürlich. Ach lol, hier ist noch ein nicht freigeschalteter Turm. Und eins... So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob man hier überhaupt... Na, okay, bekommt man nicht. Schade. Ich dachte, würde man irgendwie so, keine Ahnung, Vogel bekommen oder so. Oder Federn oder irgendwas, um vielleicht Pfeile zu craften oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber anscheinend doch nicht. Von dem her machen wir jetzt erstmal den Funkturm. Würde ich mal so sagen. Moment. Wenn ich... Okay, also brauchen wir auf jeden Fall noch Deerhide. Okay, und da hatten wir... Okay, alles klar, also eigentlich brauchen wir von allem irgendwas. Egal, wie auch immer, weiter zum Funkturm. Okay, hier haben wir keine Tiere. Boah, ich bin ganz böse. Heieiei. So, hier lang. Und die Kiste nehmen wir auch noch mit. Wenn ich hier durchkommen würde. Hallo? Ah, okay. Dann hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Lol. Intelligenz. Egal. Okay, da lang. Hallo, gehst du da durch? Ja, au, oh, das war knapp, das war knapp. Das war verdammt knapp. So, jetzt aber. Komm. Puh. Und damit deaktivieren wir den Funkturm. Entschuldigung. So. Okay. Dann müssen wir da lang, auf der Seite. Lol, hier ist... Ach doch, da, okay. Alter, ist das steil. Heftig. So, ah, das ist so ein...
Das ist so ein Ding, wo man so Rennen fahren muss. Okay, 225, okay. Okay, machen wir doch mal. Ja, scheiß drauf, machen wir einfach mal. Weil ich hasse diese Quads, die fahren einfach richtig schlecht. Das ist richtig heftig. Die zu steuern ist richtig schwierig. Weil die rumschleudern wie nochmal was, das ist schlimm. Das ist richtig schlimm. Halt, oh, ach, da hinten. Das ist richtig, richtig schlimm. So, und hoppala. Aua, ah, nein. Mann. Oh, komm schon. Sehr fix. Egal, dann warten wir mal kurz die Zeit ab. Okay, und jetzt können wir auf okay. Okay, alles klar. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt wieder neu starten oder. Ja, okay, alles klar, das wird jetzt wieder geladen und dann sind wir wieder am Anfang. Da, wo wir losgefahren sind. Das Ganze wird jetzt natürlich auch ein bisschen einfacher, weil jetzt kenne ich die Strecke, jetzt weiß ich etwa, wo ich lenken muss und wie und bla und ja. Wird jetzt relativ leicht, hoffe ich. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schön. Okay. Ist wesentlich leichter, wenn man die Strecke kennt. Ah, komm. Jawohl. Ja, ich habe da mal ein bisschen Angst, dass er dann an solchen Stellen dann eben da ausbricht. Und diesmal fahren wir mal links rum. Fahren jetzt auf keinen Fall wieder da oben lang. Das war ja echt fail. Whoop, okay. Jawohl, haben es geschafft. So wie. Jetzt ist die Frage. Achso, Geld haben wir schon bekommen, okay. Müssen wir jetzt das Ding hier liegen lassen oder können wir das eigentlich wieder mitnehmen? Anscheinend können wir es mitnehmen. Cool, dann fahren wir jetzt mit dem Ding durch die Gegend hier. Oder besser gesagt zu unserem Ziel. Ey. Bin ich da? Bin ich da? Bin gar nicht da. Nein, nein, bin ich da. Okay. Hab ich da gerade ein Heli gehört? Na egal. Wow, wow, okay, egal. Nichts passiert, nichts passiert. Einfach weiter, scheiß drauf. Ach, komm. Jawohl. Oh nee, ey, komm. Ach, komm schon. Egal, komm. Ganz toll. Warum kann das Ding einfach nicht da durchfahren, zu fix? Egal. Dann laufen wir halt zu Fuß weiter. Ist ja auch nicht so schlimm. Schließlich haben wir das ja davor auch die ganze Zeit gemacht. Okay. Sind da Piraten irgendwo? Ne, eigentlich nicht. Okay. Alles safe. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht dann erst noch zu dem nächsten Funkturm gehen, weil der müsste ja theoretisch gesehen auch irgendwo in der Nähe sein. Ah, schön. Nehmen wir doch gleich mal die Blätter mit. Ah, und da sind auch noch welche, okay. Auch gleich mit. Okay. Gucken wir mal noch kurz nach Kisten. Oh, Munition. Schön. Und was haben wir hier noch? Hier noch irgendwas? Na, na toll.
Natürlich kommen wir da nicht rein. Alter. So, 31. 503 haben wir insgesamt. Okay. What? Achso, nachladen. Ich dachte schon, wir haben plötzlich voll hier. So. Ey. Natürlich kommen wir da auch nicht durch. Warte, dann fahren wir mit dem... Wo war das jetzt? Ah, da. Okay. Mit diesem hübschen Schnellboot. Aua. Oh, das ist gut. Und Geronimo! Hallo? Aua. Dr. Earnhardt? Hey, David hier. Ich habe mir sein Handy ausgeliehen. Wie läuft die Suche? Ich komme voran. Wie geht's dir? Gut. Der Doktor hat mich in eine Höhle unter dem Haus gebracht. Ist sicherer, weil die Piraten die ganze Zeit bei ihm einkaufen. Aber hör mal, ich habe da unten was gefunden. Das musst du dir ansehen. Okay. Wir treffen uns später dort. Hoffentlich mit unseren Freunden. Gut. Bis dann. So, okay. Wir haben jetzt hier anscheinend wieder so eine Lagergeschichte hier, wo wir irgendwie das Lager ausräumen müssen. Ich versuche diesmal keinen Alarm auszulösen und schleiche mich einfach mal von hinten rein. Okay, da sitzt schon der Erste. Er steht schon der Erste. Oh, 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 guck weg. Lieber noch ein bisschen näher. Okay, aber jetzt... Bam. So muss das aussehen. Oh Gott, 4 Dollar. Ich glaube, ich bin. So, okay. Alarm ist disabled. Und wir müssen jetzt. Wohin? Oh, da oben. Na, dann gehen wir mal lieber. Ja, gehen wir so rum. Sorry. So. Da vorne haben wir einen. Ist das ein Scharfschütze? Ich glaube. Ja. Egal, gucken wir einfach mal. Zack, zack. Okay. Er pfeift schon fröhlich vor sich hin. Ja, bin mal gespannt, ob er gleich auch noch so pfeift. Ein Königreich für ein kaltes. Okay, hier ist eine Schlange irgendwo. Aber wo? Aber wo? Aber wo? 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 Ah, da. Da ist das Biest. Tschüss. Okay. Oh, ey. Ich treffe, ey. Ich hasse sowas immer, solche. Ich traue mich das immer nicht, ey. Das ist so schlimm. Ja, und genau, genau das Problem. Wir haben gerade nochmal Glück gehabt. Naja, egal. Okay. Also es war kein Scharfschütze. Schade. Naja, okay, der Alarm ist schon disabled. Da ist noch Geld. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum Punkt. Ach nee, wir müssen einfach nur in das Gebiet rein, okay. Ja, das können wir doch mal machen. Ach du armes Schwein. Okay. Hier scheint relativ... Ah, da ist noch ein Herr. Wollte schon sagen, hier scheint es relativ leer zu sein, von wegen. Na, komm. Aber dich können wir gleich auch mal töten. Schön. So. Da hinten ist noch einer. Ach, komm. Diese dreckigen Schlangen. So. Perfekt. Da ganz hinten ist noch einer. Okay. Verdammt, der sieht uns jetzt direkt, wenn wir hier rausgehen. Deswegen. Ist das eine Leiche? Lenken wir den. Ah, verdammt, der hat die Leiche gesehen. Weg damit.
willst du eigentlich? Scheißviech. Okay. Hoppala, da hat uns jemand was gesehen. Hallo? Kann ich dich mal bitte... Ah, jetzt ja. Okay. Dann der hier drüben noch. Und dann haben wir alles, oder? Ne, da hinten waren ja noch welche, genau. Aber vorher immer schön durchsuchen. Da ist nichts mehr. Okay. Schade. Gehen wir noch mal kurz da oben gucken. Ach nee, halt, da waren wir ja vorhin. Quatsch. Da müssen wir gar nicht hin. Dann versuchen wir jetzt mal... Okay. Hey du. Okay. Den haben wir. Da war keiner mehr. Hier müsste doch noch einer sein, oder? Anscheinend doch da. Und da, okay. Und das ist auch die Zielperson da vorne. Gut. Dann auf geht's. Würde ich mal so sagen. Okay. Alles frei bis hier. Und da ist, glaube ich, einer. Okay, gehen wir mal hinten lang. Ja, da ist er. Aber da kommen wir ja schön heran. Von dem her. Tschüss. Ach, verdammt. Natürlich. Der hat das natürlich gleich gesehen, wie die Sau. Tschüss. Oh weh, weh. Warte mal, dann nehmen wir die Waffe. Ist ja scheißegal, jetzt haben wir ja eh schon Aufmerksamkeit erregt. AC fix jetzt. Alter, wie viel kommen denn da bitte? Ey. Was machst du da? Aua. Was du kannst, kann ich schon lange, mein Freund. So, dann holen wir uns mal kurz den K. Und scheiß drauf, einfach abhauen. Einfach weg. So. Okay. Aua. Oh, verdammt. Alter, haben wir ein Glück. Okay. Alles noch easy hier. Lisa, ich komme! So, da könnten wir jetzt wechseln auf Shotgun, aber die Shotgun ist scheiße, ich mag die nicht. Okay, Nummer 1. Oh. Oh. Nummer 2, Nummer 3, jawohl. Schön. What? Hoppala. Na komm. Oh, verdammt, 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 verdammt. Aua. Keine gute Idee. Naja. Okay, ein Medikit haben wir. Natürlich wieder alles durchsuchen. Oh Gott. Egal, dann haben wir jetzt halt die Shotgun. Auch eine. Ja, super geil, aber wir nehmen wieder die Shotgun, weil wir dann einfach ein klein bisschen Abwechslung reinbringen. Abwechslung ist wichtig.
So, außerdem können wir dann gleich mal gucken, wie die so ist. Ich komme, Lisa! Dich doch! Na los! Für den Nahkampf nicht schlecht. Lässt sich mit leben. Ui, 46, da war viel drin. 52. Heieiei, was haben die denn hier alles gebunkert, ey? Richtig reich sind die Leute hier. So, Lisa. Wo bist du denn? Komm her. Ist nur ein Video. Sie ist nicht hier. So, dann wird uns der schon mal nicht mehr gefährlich. Wo bist du? Und aua. Ach, verdammt. Das muss jetzt natürlich wieder passieren. Und wieder hat uns was in seiner Gewalt. Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Sie drei vielleicht? Meine Schwester, diese Ratte? Hm? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Sie bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt nochmal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben.